Steve Kellenberger, ein bitterer Moment für EHC Kloten. Man hat das vierte entscheidende Mal verloren gegen Ambri. An was ist heute gelegen? Was hat heute gefehlt in eurem Spiel? Ja, der Start war sicher nicht optimal, dass man schnell in 2-0 in Rückstand geraten. Und ja, nachher eben, wir schiessen kein Goal 5 gegen 5. Wir haben sehr viele Chancen, glaube ich, gehabt. Ein paar, zwei, drei gute Chancen. Aber ja, wir haben es zu wenig gewählt. Wir müssen auch mehr, wenn es nicht geht, müssen wir sie halt auch einwürgen. Und alles probieren, dass sich die Scheibe nie geht. Sie sagen, zu wenig Wellen, das wäre doch ein harter Vorwurf an Ihre eigene Mannschaft. Ja, zu wenig Wellen ist ein Ding. Aber wir müssen auch härter arbeiten, wir müssen vor das Goal gehen. Und ja, wenn es halt nicht klappt mit dem schönen Goal, dann muss man sich irgendwie Wellen eindrücken. Und ja, das hat nicht immer geklappt. Vielleicht ab und zu auch Pech gehabt. Und eben, wir müssen einfach, ja, wir müssen es unbedingt wählen jetzt in dieser Serie. Und einfach, wenn es nicht klappt, halt die Scheibe eindrücken um jeden Willen. Was stimmt Sie zuversichtlich, dass der EHC Kloten in der National League bleiben wird, jetzt im Hinblick auf die Liga-Quali gegen Rapperswil oder Olten? Ja, ich glaube, nach dem 2-0 wir haben uns nicht hängen lassen. Wir haben es probiert. Wir haben Chancen gehabt, ja, ab und zu Unvermögen, vielleicht Pech und dann eben vielleicht das letzte bisschen, das gefehlt hat. Aber kann man auch sagen, neue Serie, neues Glück, es fängt wieder bei 0-0 an? So ist es. Ja, es fängt neu an. Wir haben jetzt ein paar Tage Zeit, um es zu verarbeiten. Darüber zu schlafen, gut trainieren und dann mit Vollgas in die Serie zu starten. Steve Kellenberger, besten Dank.